Hey. Das Lustige ist ja, du sprichst ja genau in der gleichen Sprache, wie ich auch bei mir. Naja. Weil du ja, also die Sprache zählt ja für alle. Also die du eingestellt hast, zählt ja für alle Charaktere. Was mir noch aufgefallen Ja. ist, ich weiß nicht, wie es auf der Monster Hunter Sprache ist. Auf der Japanisch hat mein Charakter voll die dunkle Stimme, obwohl ich Ja, im ja. Englischen voll die Yo, what's up so genommen habe. Und im Japanischen ist er so, Yo, what's up. Aber Genau, ja. das ist bei der Monsanto. Ja, ist halt ärgerlich so, ne? Die, wie es halt auch aussieht, hört sich die japanische und die Monsanto Stimme gleich an, als die gleichen Synchronsprecher sind. Na, bloß halt nur einmal quasi Monster Hunter Kauderwelsch gesprochen Ja. und einmal halt für Japanisch. Ja, aber ich werde, glaube ich, auf Japanisch umstellen. Na, ich lasse das auf Englisch, weil mich auch Ach, immer ne. interessiert, was die NPCs so nebenbei noch sagen, was halt nicht mit Untertitel versehen ist. Zweitbar. Okay. Ui, boah, der geht so schnell. Jetzt wäre es mal voll lecker. Voll umgerannt hast du mich gerade damit. Ich wollte ihn gerade gegen die Wand hauen lassen. Ja, man, das find ich auch irgendwie doof. Wenn du die einmal gegen die Wand gehauen hast, können die nicht so lange laufen, sonst fallen die instant hin. Das ist halt so mega doof, das rauszukriegen, das Timing. Ja. Ja, hat denn Pfaff dir schon eine Uhrzeit gesagt, ab wann er morgen spielen möchte? Ja, wir haben uns jetzt auch von uns aus um 11 geeinigt und so. Also von Deutschland Uhrzeit um 11. Ja. Das habe ich nämlich Shadow auch schon gesagt um 11 und ja. Habe ich dir vorhin aber auch gesagt, aber da war ein bisschen Trubel bei dir im Hintergrund. Dann Ja. habe ich es vergessen, dir nochmal zu sagen. Wirf ja mit Stein! Ja, das meinte ich übrigens, da warst du. Da warst du gerade AFK oder beziehungsweise weg, ne? Da habe ich gegen das Monster gekämpft und meinte so, oh mein Gott, jetzt kenne ich ein zweites Monster, was sich einen Stein krallt. Weil wir erst Ich spuck gesagt sogar haben, mit dem Stein, Alter, weil was ist wir erst los? gesagt haben, so Kunuyaku ist Hilfe! das einzige Monster, was einen Stein mit sich trägt, ja. Dachten wir. Es ist auch voll der Sumo-Ringer, Alter. Oh Gott. Passiert Hilfe. beim. Es will mich aus Ja, dem der Ring schlagen. Oberwürde. Das kann ich auch fressen. Nein, hau ab! Ja, hier, der Bär kann, der kann einen packen und einfach wegwerfen. Naja, und der frisst dich. Beziehungsweise schmeißt dich hoch und will dich dann fressen, aber du kannst dann, wenn er dich hochschmeißt, diesen Seilkäfer-Move da benutzen, um zur Seite zu bashen, quasi, ne? Also hast wirklich genug Zeit. Was ganz Was witzig passiert, gemacht. wenn. Was passiert, wenn man es nicht macht? Ja, kriegst halt Schaden, er spuckt dich wieder aus, glaube ich. Müssen wir da eigentlich mal gucken. Ja, ist ganz gut, dass wir aufhören, weil ich bekomme gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, bei mir ist halt auch so ein bisschen Rücken gerade. So ungesund hier auf dem Stuhl sitze. Und ja, Müdigkeit halt noch. Ja, wird bei mir halt auch sein, dass es jetzt halt. Die haben ja trocken. Wir können Ja. jetzt frisst er ihn. Okay. lecker Bär. Ja, hat er ja nicht ganz reinbekommen, ne? Achso, warte. Ja, mach du, ich bin gerade nicht in der Nähe. Jetzt müsste ich noch das andere Vieh reiten, dann machen wir so ein Pokémon-Battle. Los! Kratzvogel.
Oh lol. What the fuck? Also ich muss aber sagen, ich finde das Moveset von ihnen halt in seinem, bei seinem Special Move nicht so dicke. Ja. Du kannst sogar, wenn du nach hinten drückst, also eine leichten und starken Attacken machst, ne, und drückst aber das Steuerpad nach hinten, macht er andere Attacken. Ja, das habe ich schon wieder total vergessen. Da hat mir Pfaff auch heute gesagt, ich habe das zwar vorgelesen, als ich dieses Wyvern-Reiter-Tauten gemacht habe, habe es aber auch vergessen, weil es in der Demo nicht stand, glaube ich. Ja, aber da hat es Sasa oder Pfaff auch schon gesagt. Ja, das kann sein. Oh, du haust mich die ganze Zeit. Nein, alles gut. Das ist also schwierig, wenn man so geil mit dem Jagdhorn kämpft, sich zu beherrschen. Ja, ich kann das verstehen. Nee, es ist... Wenn man dieser Schlag-Kombo ist, da komme ich ja nicht mehr raus. Sobald er diesen Combo-Angriff da macht. Ja. Die Tri-Note oder wie das heißt. Alles gut. Hier, das hier. Anzeige ist raus. Mich verwirrt es immer noch, dass ich jetzt nach dem perfekten Ansturm, dass er denn da wieder hochspringt. Also wenn ich ihn komplett durchbekomme. Jetzt guck mal, jetzt will er mich fressen. Siehst du das? Mina, ja. Nein! Naja, ciao. Also bei mir hat er dich kurz gefressen. Ja, mich hat er hochgeworfen und wollte mich da mit dem Maul wieder auffangen, aber ich habe in der Luft den Seilkäfer benutzt. Ja, bei mir, das war es, als ob er dich einmal gefressen hatte und dann wieder ausgespuckt hat. Und dann ist er halt weggeschwommen. Ja, Sasa schreibt auch gerade, beim nach hinten drücken von Ratian kommen zum Beispiel Feuerbälle. Na, okay. Ja, aber ich fand, wie gesagt, den Special Move von dem Mann, ich muss mir auch die Namen ein bisschen besser einprägen. Ja, von Azuras meinst du, ne? Genau, Azuras. Naja, der ich finde auch den von Mizutsune nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Den habe ich leider noch nicht so gesehen. Weil aus der Demo. Ja. Weil bei Azuras ist es halt gefühlt nur. Oh. Da wirft er dann halt macht er seinen schweren Angriff, seinen normalen. Und dann einmal seinen leichten Angriff hintereinander einfach nur. No! Lol. Was denn? Ich kann hier mit Wyvern reiten. Attack! Oh, das war falsch, hab mich attackt. Egal, ich kann nochmal Wyvern reiten. Ach so. Von dem können wir uns ja mal die Angriffe angucken hier. Brrr, stirb! Oh Gott! Sumo-Ringer-Attacke.
Ey, was war denn das? Wo fress ich's gerade? Was macht denn der jetzt? Nicht. Du hast jetzt halt, glaube ich, so ein... Ja, du kannst jetzt halt sowas spucken, glaube ich. Naja. Alter, da kotzt das erstmal los, Alter, ist ja ekelhaft. Das war grad mega geil, wenn man auf ihn raufgesprungen ist. Das war nach hinten drücken und schwere Attacke, das Raufspringen. Das sah schon ein bisschen lustig aus. Ja. Ach, ey, der ist abgehauen. Was? Ich gar nicht... Warum? Wo ist der denn fein? Der ist nach unten gelaufen. Warte, wir müssen mal jagen. Einmal. Oh Gott, ey, das ist schon lustig, so mancher Monster-Attacken. Muss auch nochmal die Waffen von meinem Hundi anpassen. Ja, Attack! Oh nein, er ist wieder dick. Wir haben den jetzt schon so viel gebrochen und der müsste doch jetzt langsam eigentlich. Oh Gott. Oh. Die Attacke kenne ich. Habe ich auch vorhin gemacht. Die Attacke kenne ich. Habe ich mal da auch gemacht. Als er noch mir gehörte. Nein. Als er noch unter meiner Kontrolle war. Lol. Hey, was wird das denn? Nimm das. Oh. Das ist nicht so gut. Oh doch. Oh nein. Oh nein! Ah, jetzt bin ich. Warum das, glaube ich, sicher nicht so gut? Egal, no risk, no fun, ne? Boah, Alter, das war so close. Das hätte mega schief gehen können. Ich glaube, ich bin betäubt. Egal, Attack! Alles gut. Ich hab's dafür umgeworfen. Ja, sehr gut. Hilfe! Warum denn immer auf mich? Ja, er wollte gerade auf mich springen, aber da bin ich schon halt abgehauen. Das gibt ein Monster, das, wenn du es besiegst, sich selbst hochjagt und wenn du zu nah dran bist, stirbst du. Also so wie ein Bomber halt, weißt du? Ja, so wie Finale oder Explosion im Pokémon. Genau. Das wäre ein bisschen lustig. Das stimmt, ja. Er hat schon wieder seinen Schein, pass auf. Er wirft damit. Oh Gott, meine Waffe ist komplett stumpf. Mina, halt es auf. Ich glaube, es läuft jetzt nach oben, legt sich schlafen. Das Gute ist ja, wir haben hier gelernt. Hier drüben ist ein großer Seilkäfer, der bringt uns nach oben. Attacke.
Ja, das stimmt. Tschüss, Mina. Tschüss. Oh, guck mal, wie süß er schläft. Oh. Guck mal, wie zerbeult sein Kopf aussieht. Oh. Ja, guck mal, wie ich ihn jetzt das Jagdhorn schön in die Fresse reinramme. Zack, er ist betäubt. Ist das dumm? Tja, leg dich halt nicht mit uns an. Weißt du, wir haben es angegriffen. Ist tot. Nein, der ist halt angefangen. Alles Notwehr. Oh Mann. Ich glaube, ich sollte mal langsam die erste Quest machen, Schatz. Also, ja, musst du ja nicht, ne? Man kann ja auch erkunden. Welche erste Quest? Na, Sasa meinte vorhin, er ignoriert gerade die Quests und erkundet lieber. Er hat bis eben erkundet jetzt. Und keine einzige Quest gemacht bisher. So, braucht man ja auch nicht, ne? Ja. Ich würde dann jetzt auch hier rausgehen aus der... Ja, ich würde nur kurz noch meine Tränke auffüllen und dann gehe ich auch raus. Aber ich würde jetzt hier schon aus der Quest gehen. Ja, geh doch. Lass mich doch alleine. Na ja, ciao. Ja, weg. Ich höre dich aber nicht, ne? Nein, du bist raus. Du kannst mich gar nicht mehr hören. Du kannst mich gar nicht mehr hören, ist auch gut. Jetzt habe ich noch mal ein Schwert gefunden. Werde ich dir jetzt nicht zeigen? Nein, habe ich nicht, keine Sorge. Und ich hätte es auch gezeigt. Ich wollte gerade sagen, okay. Es klingt so, als wenn du keins gefunden hast. So war es auch leider. Weil ich hätte es dir trotzdem wieder gezeigt, ob wenn ich jetzt eins gefunden hätte. Oh, der Typ redet mit mir. Meine Güte. Wenn ich mich nicht täusche, habt ihr genug Notizen gesammelt, um eine lesbare Nachricht zu bilden, wenn es euch nichts ausmacht. Nicht zu glauben. Jetzt verstehe ich. Wahrhaftig, wenn ich mir vorstelle, dass etwas derartiges geschehen ist. Ja, das war in der Tat eine erhellende Lektüre. Zum Dank werde ich euch einen besonderen exklusiven Artikel überreichen. Einen, der sonst nicht in meinem Laden erhältlich ist. Azuras Figur. Wenn du mal vor du kannst sagen, so, nee, danke. Deinen Schmutz möchte ich nicht. Ich nehme deinen Schmutz nicht. So, Martox, wie konnte man seinen Helm nochmal ausblenden, denke ich mal, soll das heißen. Du gehst an deine Tour. Dann gehst du hier auf Ausrüstung verwalten und dann hier auf Ausrüstung anzeigen. Und da kriegst du dann so ein schönes Menü mit Waffe, Kopf, Brust, Arme, Hüfte, Beine. Und kannst halt alles ausblenden. Bei der Waffe zählt das aber nur für hier den Hub. Ne? Also für die Halle oder für dein Dorf. Wenn du auf Quest bist, ist natürlich deine Waffe dauerhaft auf dem Rücken eingeblendet. Ich würde da nicht bist auf Quest. Also ich finde halt auch gut, dass du diese Teile zum Buffen von deiner Ausdauer und so dir nicht untereinander halt wegnehmen kannst. Und dass jeder auch sein eigenes hat. Danke, ja, bitteschön, kein Problem. Richtung kommt noch was. Wo sind eigentlich jetzt die Quests? Oder sind die einfach nur nebenbei jetzt drin? Welche Quests?
Hier ist sie nicht mit drin. Ob es eine Nebenquest, was soll ich eigentlich auch nicht sagen? Die, um die Lager aufzubauen. Ups. Die sind halt bei diesen Nebenquests. Du musst, bei den Anfragen, ja, okay. Genau. Sind einfach die, die sich nebenbei erfüllen, ne? Das heißt, ich kann jetzt, egal wo ich bin, 8 Izuchi in den heiligen Ruin erlegen und dann hab ich's. Ja. Ich hab jetzt 4 von 8. Ja, genau das ist es denn. Ja, ich dachte, das wäre eine Quest, die du so annehmen musst, weißt du? Nee, das ist halt einfach so eine Nebenquest, die du nebenbei erfüllst. Das ist aber ganz cool gemacht, ja. Das ist ganz cool gemacht, sowas macht man dann einfach nebenbei, ne? Ja. So, ich mach jetzt, glaube ich, noch eins im Singleplayer zum Abschluss. Oh, weiß nicht, ob ich mich an Kesen trauen soll. Komm. Nochmal zum Schluss ordentlich verkloppt werden, ist doch auch gut. Wenn ich wage, der nicht gewinnt, ne? Ja, eben. So, was hat sie denn hier für mich? Dango Wechsler nehme ich gerne. Kraftprotz, auch cool und Nimmersatt. Creepy sie guckt, wenn sie da so hoch springt, wenn du gegessen hast. Springt sie ja so hoch, so, ja, dann guckt sie so richtig gruselig in die Kamera. So. Kann ich das nur im Hauptmenü einstellen, welche Sprache die sprechen? Ja, ne? Ja, du musst zurück in das Einlog-Menü, wo du machen kannst, neues Spiel fortsetzen, da in den Optionen gibt es dann Sprache. Na, oh, okay. Vorher siehst du es halt nicht, oder hier drin siehst du es zumindest nicht mehr. Ich muss ja euch sagen jetzt hier, wenn ich jetzt Kesu mache, erstmal werde ich wahrscheinlich wieder eine Sequenz haben, dann muss ich ganz kurz muten, aber dann können wir weiterreden. Aber Kesu, ne, merkt euch das, Leute, wenn ihr euch hier zuguckt, hat die beste Musik, die beste Kampfmusik. Das ist die coolste von allen. Ja, ich habe jetzt hier die Namepress auch, also das kann man halt auch machen, wenn man halt, Explosion halt zusammen macht. Ah, okay. Also einfach rumläuft. Na, ich glaube, ich habe jetzt eine Sequenz wegen Kesu, ja. Nocturnal creatures coming out to feast. Find themselves becoming prey to this long-necked beast. Down the hatch they go, definitely deceased. Craven Miscreant, show your mug if you dare. But when it turns to face you, you'd rather be elsewhere. Its perturbing expression, a sight too much to bear. Ich finde schön, dass Kesu auf der Quest hier heißt ausdrucksloser Blick. Der hat keine Augen. Aber okay. Ja, ich finde leicht genau deswegen. So, ne, merkt euch meine Worte. Kesu, bestes Kampf-Theme. Also wenn ich den gleich bekämpfe, hört genau hin. Willst du dir schon wieder dissen? Schon ein bisschen gemein von dir. Ich will ihn ins Gesicht schlagen. Alter, ganz brutal. Jagdhorn. Oh mein Gott, Alter. Ja, die Tetranadon-Rüstung, die sieht echt ein bisschen too much aus. Für Schwert und Schild. Ach so, okay. Da ist es. Ja, Digga, du siehst damit einfach aus wie so ein Transformer, Alter. Los geht's, der Kampf beginnt. Boah, diese Musik. Oh, krass, ja, Kesu. Wow.
sie das nach all den Jahren behalten haben. Diese Musik bei Kesu. Oh Gott, Alter. Das ist so cool irgendwie, wenn Kesu brüllt. Vibriert dein gesamter Controller. Ist aber so laut, ist das viel. Oh Gott. Liga-Verbindung. Okay. Und naja, da habe ich dich eingeladen. Genau, habe ich jetzt auch eingenommen. Genau, und da werde ich dann Puff und Shadow auch nochmal einladen morgen und dann kann man ab sofort dann auch Hallen erstellen, wo nur die Leute in der Verbindung rein können. Ah, okay. Wie gesagt, ne, Anti-Muskeln. Naja. Ist nicht. Ich halte dich auf, Kesu. Oh Gott. Es ist so hübsch. So ein hübsches Monster. Oh, Kesu-Material. Oh nein. Ich stehe hier sehr, sehr ungünstig. Das war eine schockierende Erfahrung. Oh Gott. Oh Gott. Die Jägerverbindung funktioniert genauso wie halt die andere Lobby halt bei Monster Hunter. Ja, die Jagdgruppe hieß es ja damals. Genau. Ich muss hier weg. Aber man, es kann nur immer nur zeitgleich 4 Personen da rein, ne? Naja, das ist diesmal wieder so gemacht worden, wie das Oldschool Monster Hunter, das. Ah, okay. Also World war dann eine Ausnahme mit 16 Leuten in einer Sitzung. Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt waren in World. Auf jeden Fall, jetzt gehen sie wieder zurück auf die 4 Leute. Mhm. Weil du ja eigentlich theoretisch ja eh nur mit 4 spielen kannst. Und die der Meinung halt sind, dann findest du ja schon so 4 Leute zusammen. Ich glaube auch, das Problem in World war, wenn du dann mit mehreren Leuten drin warst, mussten sich da erstmal Gruppen zusammenfinden und meist haben dann, wenn die Jagdgruppe nicht voll war, standest du ja meist nur rum, ne? Wenn dann schon 2 Gruppen, also wenn du zum Beispiel 9 Leute drin hattest, dann haben 2 Vierergruppen schon gekämpft und du sitzt dann da und denkst du so, cool. Kannst halt nicht wirklich nirgends, also kannst ja nirgends mit. Und ich glaube, das haben die sich gedacht, so, ja, ne, dann machen wir wieder Vierergruppen, weil dann. Und ich glaube auch wegen Performance, ne? Stell dir mal vor, 16 Leute in deiner Stadt. Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Halt dann auch für die Switch. Bin ja gespannt, wie es morgen läuft. Alter, krass, und jetzt? Mit 4 Leuten. Okay, so was los, Mann. Ja? Ja? Ich fand's ganz lustig, ich hab grad Käse so ein bisschen. Ich verarsche ihn gerade ein bisschen. Spüre die Macht des Jagdhorns. Oh, ich hab mich getroffen. Oh, ich bin aber ihr fühlt den Beat, ne? Leute, also die Musik hier. Also jetzt nicht meine Jagdhornmucke, sondern die von Kesu. Ja. Ich spiele die richtig hart. So cool, dass der die Attacken noch von damals hat. Ich weiß alles, was du kannst. Aua. Aber die Hitboxen sind trotzdem kacke. Nein, es geht eigentlich. Ich muss irgendwie sagen, auch den Kampf mit der Gleve heute in der Arena gegen Barod. Ich habe ehrlich gesagt die Hitboxen gar nicht so gespürt jetzt, seitdem ich Monster Hunter Rise spiele, die Vollversion. Ja. Also die kamen mir jetzt nicht so blöd vor wie in der Demo halt, ne? Ich weiß nicht, ob sie das gefixt haben oder ob es halt, ja, mit Ratian und Magna Malo erst anfängt, ob die erst so broken sind mit der Hitbox. Das kann ich halt nicht sagen, weil wir die ja noch nicht hier entdeckt haben. Ja, wie viele Löcher haben die ja auch nochmal angepasst? Das hoffe ich halt, ja.
So. Maddox, ich bin raus. Jo. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Danke. Schlaf gut und wir hören uns morgen. Genau, bis morgen dann. Tschüss. Tschüss. Ja, und euch allen anderen auch eine schöne Nacht. Eine gute Nacht und gute Schlacht. Mina ist raus. Tschüss. Ciao. Attack. Alter, Kesu sieht gar kein Land hier gegen das Jagdhorn. Oder ist der Spieler einfach nur zu gut? Nein, ich glaube, es liegt echt an der Waffe. Boah, bam, einfach auf den Kopf. Auf den Kopf, Junge. Oh Gott. Okay, ich sollte mal schärfen. Wusstet ihr, dass Kesu blind ist? Deswegen haben wir auch... ach doch, wir haben ein Augensymbol. Komisch. Das war in der PS2-Version damals so, dass es kein Augensymbol gab. Und deswegen gibt es auch keine Musik, ne? Für diejenigen, die sich gewundert haben. Meine Vermutung liegt da nahe, dass... damals in der PS2-Version das so war, dass die Monster... die Musik getriggert haben, indem dieses Augensymbol, ne? Was sie jetzt oben... links halt seht, wo mein Name steht, Martox, ganz oben links. Das Augensymbol in der PS2-Version gab es damals bei Kesu nicht. Und ich glaube, wenn dieses Symbol aufgetaucht ist, wurde die Musik getriggert. Und da Kesu kein Auge getriggert hat, weil die sich ja dachten, ja, das Vieh ist blind, das riecht dich ja. Ne, das hat ja keine Augen, das sieht dich nicht. Hatte der auch nie Musik. Er sieht kein Land, stimmt. Das ist mir jetzt aufgefallen. Wie lustig ich doch bin. Los, einfach. Boah, Alter, das war so risky, ne? Das hätte mich jetzt eigentlich voll wegbraten können. Aber ich glaube, ich habe da, wie nennt man das nochmal? Power Armor oder so? Uff, das war close. Boah, wie der Controller vibriert, wenn der so brüllt, ne? Das erschüttert wirklich Mark und Bein. Oh Gott. Das ist schon ein cooles Monster, Kesu. Nimm das. Und das. Komm, jetzt nochmal hier einmal durchdrehen. Ja, danke Remobra für nix. Ich wollte einmal durchdrehen hier. Und dann nochmal Höllenlohe. Hat nicht gewirkt, okay. Okay, dann muss ich weg irgendwie. Okay, ganz ruhig, Martox, ganz ruhig. Gleich aus. Uah. Und Attack! Ja, nix hier. Martox soll zum Anbeißen ist nicht. In dein Gesicht. So, jetzt aber durchdrehen! Und Feuerlohe. Oder Höllenmelodie. Ich habe endlich alle Key-Quests von den 4-Sternen-Quests. War anstrengend. Uff. Bin ich mal gespannt, ne? Ja. Wie cool. Er schlägt mich so voll weg und ich so, nö. Ich komme einfach wieder ran mit dem Seilkäfer und dann zack ins Gesicht geschlagen. Ey. Nein, ich streiche dich später. Katze. Ruhig. Also ich muss echt sagen, Jagdhorn, ne? Bisher... kann nicht meckern, ist echt lustig. Macht echt Spaß, so. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwie, benachteiligt zu sein, ne? Ich finde das voll geil irgendwie, also es ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man das so sagen darf. Wenn ich die Monster halt auf den Kopf haue,
und die betäubt sind dann, ne? Also so wie ich das jetzt mit Kesu gemacht habe oder auch mit den anderen Monstern davor, auch immer wenn ich das Jagdhorn so in den Kopf stecke und dann diesen Erdrüttler mache. Das ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn die dann so umfallen oder halt betäubt sind. Weil es einfach funktioniert. An sich waren die Monster schon einfach bei den 4-Sterne-Quests, aber alle hintereinander schon kräftezehrend, das glaube ich ja. Ist ja wie bei mir jetzt, ne? Die Konzentration lässt sich auch irgendwann nach. Wenn man nur Monster ballert, ich habe ja zum Beispiel jetzt mit Mina ja nebenbei diese Expedition gemacht. Um ein bisschen die Relikte und so zu suchen. Da hatte ich ja schon eine kleine mentale Pause, so, ne? Deswegen habe ich jetzt nochmal Kesu gemacht, weil ich mir dachte, ja, bevor ich jetzt aufhöre, nochmal eine ordentliche Jagdquest machen.